Mein Bild von Politik, Demokratiefeinden entgegenzustehen, Menschen vor Ausgrenzung aufgrund ihrer religiösen Ansichten oder anderer Merkmale zu schützen, wurde durch die Wiedervereinigung stark beeinflusst. Die Wiedervereinigung prägt mein Bild von Politik insofern, als dass sie mir gezeigt hat, dass eine Politik der Aussöhnung, des gegenseitigen Verständnisses, der Diplomatie einfach wesentlich mehr bringt als eine Politik, die geprägt ist von gegenseitigen Drohgebärden. Und das ist was, was ich mir auch für meine eigene Arbeit innerhalb der Partei, aber auch auf kommunaler Ebene sehr zu Herzen nehme und auch immer berücksichtigen möchte. Ich habe das große Glück, der Generation zu gehören, die als erste komplett ohne Systembrüche in diesem Land aufgewachsen ist. Und bin mir natürlich trotzdem bewusst, dass zum Beispiel Ostdeutsche in Führungspositionen unterrepräsentiert sind in diesem Land. Ich muss aber zugeben, dass in meiner eigenen Lebensrealität es keinen wirklichen Unterschied macht, ob jemand aus den neuen oder alten Bundesländern kommt. Sowohl privat als auch politisch habe ich das nie, zumindest unter Menschen meiner Generation, irgendwie als wesentlichen Unterschied wahrgenommen. Ganz klar, kann man sogar noch weitergehen. Meine Eltern sind 1989 auf die Straße gegangen. Ich habe das politische Aktivsein und diese Umbruchzeit quasi mit der Muttermilch aufgesogen. Die Wiedervereinigung hat gezeigt, dass große und weitreichende politische Entscheidungen in relativ kurzer Zeit getroffen und auch umgesetzt werden können. So viel Engagement und Initiative würde ich mir auch in manch anderem Politikfeld oft wünschen. Auf der anderen Seite hat sich aber auch gezeigt, dass bei schnell getroffenen Entscheidungen eben doch schon einige wichtige Aspekte oder auch Perspektiven von Beteiligten außer Acht gelassen werden können, übersehen werden.